Nächste Woche in Babelsberg ist ein Derby, ganz brisantes Spiel. Mit welchen Gefühlen gehen Sie da hin? Ja, wir versuchen natürlich den Schwung mitzunehmen. Ich denke, ist ein Derby, wie Sie gesagt haben. Werden wahrscheinlich auch viele von uns da sein, viele Anhänger von uns und uns da auch pushen in dem Spiel. Aber ja, unser Ziel ist klar, wir wollen auch nächste Woche gewinnen. Wissen auch, was das für die Fans bedeutet, gerade im Derby. Und wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, ist es natürlich Pflichtsieg. Ja, wir haben, glaube ich, nur noch komplizierte Spieler durchweg. Ganz anderes Spiel, ganz anderer Gegner, aber das kommt dann. Wir haben eine lange Woche, Gott sei Dank. Kräfte sammeln, vernünftig vorbereiten, vernünftig analysieren und vernünftig auch mal wieder über einen Sieg freuen. Ja, wie gesagt, wir werden jedes Spiel mit 100, wenn nicht sogar mehr Prozent angehen und wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Egal, ob das dann halt Babelsberg ist oder ob das dann am Ende den letzten Spieltag noch Hertha 2 ist. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen und dann die 3 Punkte nach Hause kommen. Ja, ein Derby. Eine sehr hitzige Atmosphäre, einen sehr guten Gegner, aber wir wollen unser Spiel spielen und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ja, das wird ein Derby, immer ein unangenehmes Spiel. In Babelsberg ist definitiv schwieriger als hier zu Hause. Da war das sehr souverän, da hatten wir aber auch, muss man ehrlich sein, ein gewisses Spielglück in abgefälschte Schüsse, die dann drin waren. Ich glaube, ganz so einfach wird es nicht, aber wie gesagt, wenn wir so wie in den ersten 45 Minuten spielen, wenn wir alles reinhauen, wenn wir überzeugt von uns sind, in allen Abschnitten auf dem Platz, dann werden wir das Spiel gewinnen.